Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hood Hercules Box von Großes K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hood Hercules von Großes K, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Großes K. Wir haben hier eine Box, leider etwas schon etwas mitgenommen. Das liegt vor allem daran, dass es eine sehr dünne Pappbox ist. Wir haben hier oben einmal den Interpreten Großes K, den Schriftzug. Dann haben wir ihn hier auch noch abgebildet in bester Superhelden-Manier. Hood Hercules, der Albumtitel. Auf der rechten Seite lesen wir Hood Hercules, auf der linken Seite ebenso, oben auch nochmal, unten ist das Ganze schwarz und auf der Rückseite haben wir hier diverse Häuser, die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein, am besten hier oben diese Klappe öffnen und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. So, von innen die Box in weiß und jetzt auch geleert. Dann packen wir die Box mal zur Seite. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir hier diverse Sticker und Autogrammkarten. Das Album. Ein Poster. Und ein Kartenspiel. Okay, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das Cover recht ähnlich wie auch auf der Box. Also, was heißt recht ähnlich? Genauso. Nur eben von der Farbe her etwas intensiver gestaltet. In einem regulären Schulcase, hier lesen wir Großes K, Hood Hercules. Auf der Seite ebenso. Okay, oben links haben wir noch die Katalognummer. Auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Wir haben 15 Stück hier drauf. Features sind mit dabei von Selam Araya, Beatite, Cheese Fizz, Mike Sense und Way78. Okay, also ein paar davon sind natürlich bekannt, also Beatite auf jeden Fall. Aber der Rest sagt mir zum Ehrlich zu sein eher weniger. Dann die Beteiligten plus Barcode auch wieder drauf und nochmal der Interpret in diesem Comic-Stil. Dann schauen wir ins Innenleben. Als erstes. Okay, nicht schlecht. Also wir haben hier ein Booklet im Comic-Stil gehalten. Das geht hier gleich direkt auf der ersten Seite los. Und das zieht sich dann hier so durch, Seite für Seite. Dann hier eine Doppelseite, Hood Hercules. Und dann hier die Infos zum Album. Also hier nochmal die gesamte Tracklist, inklusive wer das Ganze produziert hat. Dann die Credits. Wunderbar. Und eine Danksagung. Okay. Zum Abschluss gibt es noch dieses Bild hier. Also hier in dem Kirchenfenster. Ja, kann man eventuell auch als Wendecover reinnehmen. Lass es mal beim regulären und wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus. Wir haben hier wieder Hood Hercules, Großes K stehen und in diesem Fall etwas im Schatten. Den guten Mann. Und auf der Rückseite nochmals das Kirchenfenster. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Kartenspiel. Das kommt hier in so einer Kunststoffhülle, in so einer Plastikverpackung. So, was haben wir hier? Ah, das Ganze ist hier auch noch so mit so einer Banderole zusammengepackt, wenn wir sie abbekommen. So, also was lesen wir hier? Großes K Game of Heroes Hood Hercules 32 Blatt Skat Comic Edition. Okay. Also, hier geht das dann los.
mit den einzelnen Farben. Und hier haben wir sogar die Beschreibung, also die Bildkarten, sprich Bube, Dame, König und Ass, die wurden hier jeweils den Künstlern oder den Leuten, die in diesem Album beteiligt waren, gewidmet, zugeordnet, ja, und dementsprechend gestaltet. Also, wir haben hier die diversen Beteiligten des Albums im Comic-Stil verewigt. Wunderbar. Das sieht tatsächlich aus wie solche Marvel- oder DC-Helden. Hier unter anderem großes K. Wenn das mal nicht beteilt ist, Moment, er war da ja irgendwo. Wo haben wir ihn? Ja, genau, Herzbube. Ja, okay, richtig. Okay, also im Comic-Stil hier die gestalteten Bildkarten. Das Ganze mit dieser Banderole. Ist die Frage, ob wir es wieder so reinbekommen. Gar nicht so einfach. Ah, aber doch, es geht. Achso, das hätten wir jetzt fast vergessen. Machen wir die auch noch rein. Diese Beschreibungskarte. So, also 32 Spielkarten hier, also 8 pro Farbe. Gut, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier ein Poster mit dabei. Was haben wir hier? Auch das Poster ist hier in dieser Comic-Variante durchgezogen worden. Oben lesen wir wieder großes K, genau diesen haben wir dann auch groß abgebildet. Und dann hier wieder die Leute, die hier mitgewirkt haben, im Comic-Stil verewigt. Ja, also das ist ja heute sehr oft, dass es so diverse Künstler gibt, die irgendwelche Deutschrapper so in Comic-Stil dann entsprechend nachzeichnen und neu entwerfen, irgendwelche Avatare und Bilder. Allerdings muss ich ehrlich sagen, das Ganze war eben 2015, war damals schon etwas der Zeit voraus. Also wenn man überlegt, dass das heute oder erst seit ein, zwei Jahren so richtig Anklang gefunden hat, 2015 auf jeden Fall deutlich früher. Ja, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Packen wir wieder zusammen. Als nächstes kommen wir hier zu den Stickern. Die Sticker sind allesamt im Hochformat und es sind so Promo-Sticker, denn wir haben hier auf diesen Stickern abgebildet, einmal die Box und einmal das reguläre Album. Also es sind tatsächlich wie so Promo-Sticker, 1, 2, 3, 4 Stück. Okay, großes K ist der Hut Herkules, lesen wir oben, als Box-CD-Stream-Download überall erhältlich. Jawohl, also viermal diese Sticker hier. Und was ich besonders spannend finde, wir haben hier dann noch Autogrammkarten. Und zwar tatsächlich in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier so das Original, also wirklich hier der Interpret fotografiert. Und einmal hier in dieser Comic-Variante. Und es sind tatsächlich beide Autogrammkarten unterschrieben worden. Und beide hier verschieden. Also einmal hier mit silbernem Stift und einmal hier mit goldenem Stift. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das gibt es selten. Zwei Autogrammkarten, eventuell war das auch irgendwie an ein Gewinnspiel gekoppelt. Ja, also das sieht man echt selten. Zwei unterschriebene Autogrammkarten, zwei verschiedene Motive. Falls ihr da mehr dazu wisst, lasst es mich gerne wissen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dabei ein Shirt. Das Ganze in Schwarz. Wir haben hier wieder den Schriftzug Hut Herkules und darunter wieder im Comic-Stil hier in Schwarz und Weiß den Interpreten. Auf der Rückseite alles in Schwarz und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Haiti. Grüße gehen raus, dann packen wir das mal wieder zusammen. So, und eine Info, die ich euch noch unterschlagen habe bezüglich der Box. Die Box war auf 100 Stück limitiert, also echt eine streng limitierte Auflage damals. 100 Stück gab es von dieser Box
im Umlauf. Okay, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die beiden unterschriebenen Autogrammkarten, jeweils im Querformat. Diese vier Sticker im Hochformat, diese Promo, diese Promotion-Sticker. Das Kartenspiel mit den 32 Skatkarten im Comic-Stil designed. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich im Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Hood Hercules von Großes K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Großes K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.